Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sollten zurück zu Beragons Haus und da gehen wir jetzt erstmal rein. Da hinten ist er. Ihr seid zurück. Gut. Ich bin mit der Hoffnungswurzkarte vorangekommen. Reden wir. Das ist schön. Ich entschlüssle immer noch die Karte aus Hoffnungswurz. Noch entzieht sich mir der Sinn mancher der Notizen, doch ich denke, jeder auf der Karte markierte Ort dürfte wichtig für die Rückbesinnung sein. Wie sind eure Nachforschungen gelaufen? Recht gut. Wir bargen die Lampe der Klarheit und eine Klinge namens Tilger. Ihr wart fleißig, meine Freundin. Habt ihr in der Feldagardburg und im ausgestoßenen Gasthaus irgendetwas erfahren, was meine letzten quälenden Fragen klären könnte, die ich bezüglich der Hoffnungswurzkarte habe? Erzählt mir, was vorgefallen ist. Ich traf Ithelia im ausgestoßenen Gasthaus. Ich half ihr, sich an sich selbst zu erinnern, und wir brachten die Lampe der Klarheit an uns. Ihr halft Ithelia, sich an sich selbst zu erinnern? Ist das nicht das, was die Rückbesinnung versucht? Ihr hattet wahrscheinlich einen guten Grund, aber trotzdem. Mehrere Wahrheiten hatten sich ineinander verheddert. Ithelia zu helfen, war die am wenigsten gefährlichste Lösung. Verstrickte Wirklichkeiten? Eine absonderliche Geschichte, meine Freundin. Das ist ein Problem, das jenseits meines Erfahrungshorizonts liegt. Ich bin froh, dass ihr dort wart, um die Sache zu klären. Und ihr habt eine Lampe geborgen? Es klingt nach einer Art Relikt. Sie könnte wichtig sein. Ich wehrte Scherbenmarschalls Vargas an der Feldagarburg ab und brachte die Klinge Tilger an mich. Dann fand der geplante Angriff auf die Feldagardburg also mit Daedra-Truppen und nicht mit der Rückbesinnung statt? Gut, dass ihr da wart, um Tribunin Alea bei der Verteidigung der Festung zu helfen. Und diese Klinge, die ihr an euch gebracht habt. Jedes Schwert mit einem eigenen Namen muss wichtig sein. Was kommt als nächstes, Beragon? Wie ich gehofft hatte, erklärt euer Bericht diese letzten Markierungen auf der Hoffnungswurzkarte. Es waren nicht nur das Gasthaus und die Burg vermerkt, sondern es gibt noch einen Ort, an dem die Rückbesinnung interessiert ist. Eine alte Aileiden-Ruine namens Nirias Dare. Wir müssen diese Ruine als nächstes überprüfen. Wo finde ich die Ruinen von Nirias Dare? Nirias Dare liegt in den westlichen Kolovianischen Hügeln. Es ist recht verfallen. Und es spukt dort. Ich hatte dort eine schaurige Erfahrung, als ich noch regelmäßig auf Abenteuer auszog. Leramiel möchte mit euch sprechen. Sprecht mit ihr und trefft mich danach in Nirias Dare. Ihr habt Nirias Dare schon einmal erkundet? Das war vor langer Zeit, meine Freundin. Es ist jetzt fast 40 Jahre her. Ich war Teil einer Abenteurerkompanie, die die große Halle von Nirias Dare und die Kammern in der Nähe erkundete. Wir kamen aber nicht sehr weit. Warum nicht? Nirias Dare war zu gefährlich für die Gruppe, mit der ich unterwegs war. Zusätzlich zu Fallen war die Aileiden-Ruine auch noch voller untoter Wächter. Doch die größten Hindernisse waren eingestürzte Gänge und verschüttete Türen. Die Rückbesinnung wird ohne Graben nicht weit kommen. Ja, und nochmal alles wieder auffühlen lassen, das werde ich jetzt mal nicht machen, weil es dauert einfach zu lange. Ich bin mit diesem Relikt vertraut. Und ist überflüssig. Die Permutationen des Schicksals sorgen für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr... ich würde gern über die Relikte sprechen, von denen ich hörte, als ihr sie Beragon beschrieben habt. Die Lampe der Klarheit und Tilger sind zwei der Relikte, die man einst verwendete, um Ithelia zu besiegen und sie einzusperren. Das sind dieselben Relikte, mit deren Hilfe Torvesat hoffte, Ithelia zu finden, oder? Genau. Tilger, geschmiedet von Boetia, um einen Weg zu Ithelia zu bahnen, wo auch immer sie ist. Die Lampe der Klarheit, erschaffen von Azura, um die vielen Pfade zu erhellen. Und der Strang der Geheimnisse, gewoben von Mephala, um zu zeigen, wo Ithelia und alles Ungesehene zu finden sind. Aber wir haben den Strang der Geheimnisse nicht. Nein, haben wir nicht. Torvesat hat uns in Mephalas Nest gesagt, dass der Strang in einem aileidischen Gewölbe verloren ging.
Wenn man das Interesse der Rückbesinnung an Nirjas Tare bedenkt, wissen wir wohl, in welchem. Warum sucht jetzt die Rückbesinnung nach den Relikten? Torvesaat setzte Tilga ein, um einen Weg zu Itelias Gefängnis zu öffnen. Er weiß, dass man die Relikte verwenden kann, um sie wieder dorthin zurückzubringen. Und er wird alles tun, um das zu verhindern. Diese uralten Werkzeuge könnten die Schlüssel sein, um die Westauen zu retten. Und vielleicht auch die gesamte Wirklichkeit. Ihr glaubt, wir können die Reliquien gegen Itelia und ihre Diener einsetzen? Die Klinge, die Lampe und der Strang haben Itelias Macht in uralten Zeiten entgegengewirkt. Ich glaube, das könnten sie wieder tun. Euch und Beragon ist vorherbestimmt, den Strang der Geheimnisse in Nirjas Tare zu suchen. Ich habe meine eigenen Aufgaben und suche euch auf, sobald es Zeit wird, diese Sache zu beenden. Ihr kommt nicht mit nach Nirjas Tare? Die mir übertragenen Aufgaben führen mich aus den Westauen heraus, Entsandte. Während ihr euch um Itelias Diener Nantarion und Vagas kümmert, suche ich nach dem ersten Spross. Torvesaat, dem Auslöser all dieses Ärgers. Unsere Pfade werden sich bald wieder kreuzen. Wie genau funktionieren diese Relikte? Wir sahen dabei zu, wie Torvesaat Tilga einsetzte, um Portale zu öffnen. Ein Portal zu erschaffen ist nicht schwer, und ich bin darin selbst recht geübt. Doch Tilga scheint es so schnell und mit solcher Präzision zu können. Ich vermute, er kann sie auch vernichten. Was ist mit der Lampe der Klarheit? Die Lampe erlaubt es uns, die vielen Pfade zu erblicken. Man sollte sie als Nimbus jener Möglichkeiten und alternativen Schicksale betrachten, die unsere eigene Wirklichkeit umgeben. Auf den vielen Pfaden können Dinge real sein, die es hier nicht sind. Wir könnten die Lampe brauchen, um Itelia zu stellen. Und was bewirkt der Strang? Das bleibt abzuwarten, Entsandte. Wir haben das Wirken von Tilga und Lampe schon mit eigenen Augen gesehen. Der Strang war jedoch tausende von Jahren verborgen. Ich gehe davon aus, dass seine Wirkung klar wird, sobald er ihn bergt. Ja, okay. Reist nach Nirjas Tare. Das werden wir tun. Und zwar ist das hier ganz links auf der Karte beim Wegschrein von Sutsch. Da müssen wir hin, in diese Richtung. Wieso darf ich jetzt wieder nicht reiten? Wir sind aber direkt da. Da ist er. Hallo, meine Freundin. Es sieht aus, als lagere die Rückbesinnung direkt auf Nirjas Tare. Wir brauchen einen Plan. Genug Feuer fürs Erste. Das dort drüben ist Nirjas Tare, umgeben von einer Palisade der Rückbesinnung. Es ist zumindest schön zu wissen, dass ich die Karte richtig gedeutet habe, die wir in Hoffnungswurz fanden. Doch das stellt ein Problem dar. Wo liegt denn das Problem? Ein Ansturm auf ein Lager der Rückbesinnung ist nicht unser Ziel. Leramil sagte, wir müssten den Strang der Geheimnisse finden. Er befindet sich wahrscheinlich irgendwo in den Gewölben von Nirjas Tare. Mir fällt eine Treppe ein, die in der Mitte der Ruinen nach unten führt. Dort sollten wir beginnen. Irgendeine Spur von König Nantarion hier? Ich sah ein paar Späher der Rückbesinnung kommen und gehen, während ich Wache hielt. Doch ich sah keinen ihrer Anführer. Natürlich habe ich keine Ahnung, was im unterirdischen Teil der Ruine alles auf uns wartet. Wie kommen wir durch die Verteidigung der Rückbesinnung? Wenn ihr sie forsch angehen wollt, folge ich eurem Beispiel und helfe euch so gut, wie ich nur kann. Doch wir könnten leichter an den Ort gelangen, zu dem wir müssen. Ehe wir uns zum Angriff entscheiden, sollten wir nicht die Umgebung erkunden und herausfinden, welche Möglichkeiten sich uns dort eröffnen? In Ordnung, erkunden wir die Umgebung. Sehen wir uns um und halten wir uns lieber verborgen, bis wir bereit sind, loszulegen. Naja, halten wir uns verborgen, ist lustig ausgedrückt, ne? Man wird ja überall immer angegriffen. So, hier soll irgendwas zu finden sein. Das ist das Haupttor. Achso. Sehr viel Rückbesinnung. Kampflos kommen wir unmöglich durch.
Na gut, dann nehmen wir den Nebeneingang, der vermutlich gleich hier markiert ist. Das nehmen wir noch schnell mit. Das Häschen würde ich auch gerne mitnehmen. Ich mag solche Begleiter. Meine Main hat auch so süße Häschen wie dich als Begleiter. So. Die Rückbesinnung da bringt Vorräte zu diesem Tor. Die Wachposten hier sind berechenbar. Wir können vielleicht vorbeischleichen. Oder wir versuchen die Pfade im Norden. Aber ich weiß nicht, wohin sie führen. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Vergleichen wir unsere Notizen. Welche Notizen? Wir laufen hier nur rum und schauen. Es sieht aus, als gäbe es mehrere Möglichkeiten, um hineinzugelangen. Nach dem, woran ich mich entsinne, finden wir die Treppe zu den vergrabenen Hallen in der Mitte der Palisade. Sofern die Rückbesinnung sie nicht versperrt hat. Was haltet ihr von unseren Möglichkeiten? Es hängt davon ab, ob ihr unsere Ankunft ankündigen oder verborgen bleiben wollt. Das Tor im Osten ist schwer verteidigt. Doch am Westeingang gibt es weniger Wachen. Ich glaube, an denen könnten wir vorbeischleichen. Oder wir könnten den Pfad im Norden versuchen. Wohin führt der Pfad im Norden? Das ist eine gute Frage. Manchmal sorgen natürliche Spalten oder Höhlen für verborgene Eingänge. Ich sah keine Streitkräfte der Rückbesinnung in dieser Richtung. Von daher lohnt es sich vielleicht, dem nachzugehen. Eure Entscheidung, meine Freundin. Ich folge eurem Beispiel. In Ordnung, folgt mir. Die Frage ist jetzt nur, was meint er jetzt genau mit dem Eingang? Also da hinten der Eingang, der markiert ist, ist ja der Originaleingang, ne? Wenn ich jetzt hier reingehen würde, würde ich dann zum gleichen Zielort kommen? Wir müssen ja eigentlich dahin, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ach, wir gehen einfach vorne durch den Eingang. Ist mir jetzt egal. Bevor wir jetzt hier rumschleichen. Kommt die jetzt alle her hier? Bevor wir jetzt hier rumschleichen, wir machen erstmal einen großen Bogen und dann hauen wir uns einfach da durch. So. Oder können wir nicht, weil wir hier nicht durchkommen. Moment. Moment, Moment, Moment. Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Er hat zwar von den Palisaden und so gesprochen. Können wir da nicht einfach drüber springen? Hä? Weil das ist alles komplett zu? Ach, hier ist der Eingang. Oh, okay. Ich dachte gerade schon. Ja, komm mal her. Steck dich nicht dahinter. Wir müssen hier durch. Da müssen wir dann doch wieder auch bei euch durch. So eine Art Mini-Labyrinth hier. Da, meine Freundin. Okay. Das ist die Treppe, die wir suchen. Ja, ja. Das habe ich ja schon alles verstanden. Aber ich dachte eigentlich, wir können auch vorne rein, wenn wir wollen. Okay. Wir gehen. Das dürfte nicht abgeschlossen sein, oder? Also einmal da rum und dann rechts oder links. Seid vorsichtig. Ich erinnere mich an einige tödliche Fallen. Und die Rückbesinnung ist dort unten auch umtriebig. Die sind hier. Also die sind überall hier. Ich meinte jetzt, der Weg, wo wir hin müssen, der ist hier. Die große Halle von Nirjastare. Bis hierhin kam ich auch bei meinem vorherigen Besuch. Die Tür im Süden führt ins Gewölbe von Nirjastare, ist aber durch einen Welkünststein versiegelt. Die Rückbesinnung kannte dieses Rätsel. Sehen wir uns ihre Notizen an. Darf ich jetzt mal? Danke. Das bringt mich noch um den Verstand. Meine Weissagungen haben deutlich ergeben, dass die niederen Welkinarsteine und diese Fassungen in der Nähe sind. Aber ich habe vergebens jeden erreichbaren Winkel dieser Ruine durchstöbert. Das erste befindet sich in der nördlichen Galerie über der Halle im Osten. Dessen bin ich mir sicher, doch weder meine Zauber noch meine Augen offenbaren mir sein Versteck. Das zweite befindet sich in den Hallen hoch über der östlichen Galerie. Geröll versperrt den Weg.
Ich hoffe, das wird gleich nochmal angezeigt. Ansonsten hole ich mir schon mal eben ein Zettelchen. Der dritte Stein liegt am Ende des südlichen Gangs im Westen. Es gibt keine Möglichkeit, die Grube zu überqueren, um nach ihm zu suchen. Der letzte liegt direkt hinter dem Tor des nördlichen Gangs im Westen. Aber wie sollen wir auf den Balkon gelangen? Vielleicht kann ja ein Magier, der schlauer ist als ich, diese vermaledeiten Steine finden. Na super. Gut. Und das zweite, die Befehle. Mystica Tarim, nach Hoffnungswurz ist klar, dass wir es mit hartnäckigen Gegnern zu tun haben. Hermeus Moras Schergen kämpfen gegen ihre eigene Freiheit. Aber wir müssen unsere Fürstin dennoch beschützen. Daher müssen wir sicher gehen, dass der Strang der Geheimnisse nicht gegen uns eingesetzt werden kann. Torvesat glaubt, dass er vor langer Zeit in den Gewölben von Niriastare versiegelt wurde. Findet eine Möglichkeit, den Strang zu bergen und zu zerstören. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Die Macht, die im verdunkelten Heim schlummert, kann unsere Fürstin wieder zurückbringen. Dessen bin ich mir sicher. Ich muss nur genug Samen einpflanzen und er mit dem Stab erwecken. Ja, okay. Und ihn könnte ich jetzt noch verstehen. Aber gut. Interessant. Reden wir über unser weiteres Vorgehen, meine Freundin. Ich habe kein Talent für Zauber. Doch ich habe im Lauf meines Lebens etwas arkanes Wissen aufgeschnappt. Die uralten Aeliden waren fasziniert von Licht. Sie entwickelten Wege, um dessen Magika zu bändigen. Oder sie aus ätherischen Kristallen zu ziehen, wie diesem ausgebrannten Stein. Was macht der Stein? Große Welkünsteine wie dieser speisten mächtige Verzauberungen. Sie konnten Gebäude in der Luft schweben lassen, Netzwerke magischer Portale unterhalten oder undurchdringliche Tore verschließen. Ich glaube, er ist genau das, wonach wir gesucht haben. Ihr meint, der Strang der Geheimnisse befindet sich hinter diesen Toren? Jemand von der Rückbesinnung scheint das zu denken. Außerdem baut man nicht ohne Grund eine solche Tür oder ein Schloss mit einem Welkünstein. Forscher haben im Lauf der Jahre oft Niriastare besucht, doch niemand ist an diesem toten Kristall vorbeigekommen. Wie setzen wir den Welkünstein denn wieder instand? Seht ihr die leeren Sockel? Der Magier, mit dem ich vor Jahren herkam, dachte, wir bräuchten niedere Welkünsteine, um den großen Welkünstein mit neuer Kraft zu versorgen. Doch wir konnten keine finden. Nach diesen Notizen zu urteilen, steht die Rückbesinnung vor demselben Problem. Könnten die Relikte helfen? Die Lampe der Klarheit offenbart Dinge und Tilga öffnet Portale. Gute Idee, meine Freundin. Die Lampe und Tilga gewähren uns einen Vorteil gegenüber vorherigen Forschern. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem östlichen Gang an und suchen einen Weg nach Norden. Die Notizen des Rückbesinnungsmagiers deuten an, wir könnten dort etwas finden. Wie habt ihr von Aleiden-Rätseln erfahren? Ich muss leider sagen, dass mein Haupttalent als Abenteurer darin bestand, an Orte zu gelangen, an denen ich nicht sein sollte. Ich diente der Gruppe meist als Fachmeer für Fallen und Schlösserknacker. Ich schätze, Rätsel lagen mir schon immer. Was könnt ihr mir über das letzte Mal, dass ihr hier wart, erzählen? Ich kam als Teil einer kleinen Abenteurerkompanie her. Tapfere Gefährten und gute Freunde. Auf jeden Fall fanden wir die Treppe in die Ruinen und kämpften uns an einer kleinen Horde Skelette vorbei, um diesen Ort zu erreichen. Was führte euch nach Niriastare? Wir hofften, Schätze zu finden, die andere Forscher übersehen hatten. Die Gewölbetür schien recht vielversprechend, doch die Welkünd-Apparatur hielt uns hier auf. Niriastares Untote zwangen uns zum Rückzug, bevor wir uns zusammenreimen konnten, wie man daran vorbeikommt. Was wurde aus eurer Kompanie? Wir gingen getrennter Wege. In Ruinen wie diesen hier war es dann doch einmal fast zu knapp. Weshalb ich mich entschied, mich zur Ruhe zu setzen und einer sichereren Betätigung nachzugehen. Wir verabschiedeten uns in Skingrad voneinander. Es ist ironisch, dass ich wieder gefährlichen Gewohnheiten nachzugehen beginne. Ich wollte gerade sagen, werdet ihr aus König Natarions Plänen schlau?
Es sieht aus, als würde Nantarion weitere Wildbrandsamen einpflanzen wollen. Ich dachte, wir hätten all dem in Hoffnungswurz ein Ende gesetzt. Was mir wirklich Sorgen bereitet, ist allerdings die Andeutung, das Wildbrandritual diene einem anderen Zweck. Einem anderen Zweck? Das Einpflanzen der Samen soll jene Macht wecken, die im verdunkelten Heim schlummert. Ich dachte, Nantarion will die Westauen mit einem großen Wald bedecken. Doch vielleicht ist der Wildbrand nur ein Nebeneffekt seiner wahren Ziele. Was ist das verdunkelte Heim? Welche Macht schlummert dort? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich diese Formulierung schon einmal irgendwo gesehen habe. Eine Übersetzung eines alten Aileiden-Namens vielleicht. Doch wo und was das verdunkelte Heim ist, vermag ich nicht zu sagen. Okay, so, jetzt haben wir oben Sucht nach dem Niederstein. Ich hoffe, das ist jetzt alles so angezeigt, dass wir jetzt nur den Dingern hier folgen müssen. Weil ansonsten muss ich echt nochmal zurücklaufen. Dann müssten wir im Prinzip erstmal... Nee, Moment, wir sind hier runtergekommen. Dann müssten wir hier rum und dahin, genau. Also müssen wir uns in die Richtung aufmachen. Ja, genau, hier rein. Es ist immer so ein bisschen, ne, die Karte zu lesen. Das sind dann verschiedene Ebenen. Dann hat man... Da müssen wir rein. Ich dachte zuerst die Treppe hoch. Aber es war eine andere Treppe. Dann hat man halt verschiedene Ebenen. Und man muss dann die richtige finden. Hier müsste er gleich sein. Dieses seltsame Leuchten. Sorgt die Lampe dafür? Hallo. Benutzt die Lampe. Dieser Stein war nicht da. Sehr gut. Gehen wir zurück zum großen Welkünstein und probieren wir ihn in einem der Sockel aus. Okay. Das heißt dann die gleiche Strecke wieder zurück. Nehme ich zumindest an. Vielleicht kann man auch irgendwo runterspringen und abkürzen oder so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wir gehen mal hier zurück. So. Da hinten sollen wir ihn reintun. Na? Da! Der Stein, den ihr platziert habt, speist den größeren Welkünd. Suchen wir die restlichen niederen Steine. Okay, machen wir. So, sehr schön ist auch, dass die markiert sind. Weil sonst müsste ich mir das tatsächlich nur mal eben aufschreiben. Aber Teso ist da ja eigentlich immer sehr gnädig mit uns. Das Tor wird von Schutt versperrt. Ich glaube, Tilga wird uns hier helfen. Hallo? Moment, ich muss darum. Ich wollte die eigentlich nicht erwischen, nee. So, das war die falsche Ecke. Aber die machen wir trotzdem mal kurz mit platt. Eragon, warst du das jetzt gerade mit diesem grünen Kreis? Heilt der uns? Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich drauf geachtet. Aber kann natürlich sein. So, kommt mal alle her. So. Numero uno. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu tief, um da abzukürzen. Obwohl, na, es würde auch gehen. Es würde tatsächlich auch gehen. Also machen wir es doch mal. Guten Tag. Ich muss hier rum. Hoffe ich zumindest, dass da nichts abgeschlossen ist. Aber es sieht eigentlich nicht danach aus, dass da hinten was abgeschlossen ist. Da müssen wir rein. Eigentlich müssen wir eh bei beiden rein, aber egal. Da. Und eigentlich jetzt nach links, genau.
kommen wir zu dem einen. Bin ich jetzt hier richtig? Sieht auf jeden Fall so aus. Sieht so aus, ja, ist aber anscheinend die falsche Etage. Wie kommen wir denn da hin? Also hier unten, das ist klar, aber wie kommen wir hier... Ach, da ist eine Treppe, oder? Das ist doch eine Treppe. Keine Sorge, ignorieren Sie mich einfach. Ich bin ja nicht da. Wollt nur mal kurz einen Stein klauen und dann bin ich auch schon wieder weg. Keine Gefahr für euch. Keine Sorge. Ach, jetzt kann ich mir wieder nichts anklicken. Du jetzt auch noch, oder was? So, können wir uns jetzt hier mal auf das Portal konzentrieren, bitte. So geht das nicht. So, jetzt. Stimmt. Benutzen müssen wir es auch noch. Ich stehe hier die ganze Zeit wie so... Ich glaube, es ist noch ein Stein in der Nähe. Setzt die Lampe hier ein. Sieh einer an. Noch ein Stein. Nehmt ihn, meine Freundin. Und Hefe. Hefe. Das sind drei niedere Steine. Es sollte noch einen weiteren geben. Ich weiß. Die Frage ist, können wir hier abkürzen, indem wir hier rüberspringen? Moment. Sieht eher nicht danach aus, ne? Weil da ist die Tür, wo wir sowieso rum müssen. Nee, dann gehen wir da einmal durch. Was soll's, dann laufen wir einfach. Hier ist der Gang. Ist das denn der Gang? Da müssten wir Treppen hochgehen können. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich Treppen haben, die wir hochgehen können. Ich glaube eher, dass wir nur durch diese beiden Gänge hier da hochkommen. Deswegen laufe ich dann doch mal eben hier die Strecke. Vielleicht liege ich jetzt auch falsch, dann laufen wir halt jetzt gerade einen längeren Weg. Das tut mir dann leid. Aber so wie ich es jetzt auf der Karte gesehen habe, würde ich wirklich vermuten, dass man da nicht hochkommt von der Seite aus. Entschuldigung, ich muss mal eben hier durch. Na, ich war ganz höflich. Die sind auch höflich zu mir. Oder auch nicht, wenn sie mir jetzt hinterherkommen. Bin mir nicht sicher. Aber die kommen mir nicht hinterher. Die kämpfen mit Beragon. Alles gut. Oh, hier sind auch noch welche. Die Lampe hat noch einen Stein gefunden. Versuch. Erstaunlich. Die Lampe zog den Stein irgendwie in unsere Wirklichkeit. Das war der letzte. Zurück zum großen Welkünstein. Sehen wir nach, ob wir das Gewölbe öffnen können. Der darf ja gerne mal aussprechen, aber der fängt immer an zu reden, wenn ich schon irgendwas gedrückt habe. Das ist doch nicht normal. Das ist bei T so irgendwie immer so. Ich weiß auch nicht warum. Die ganze Zeit sagen sie nichts. Und sobald man dann irgendwas gemacht hat, gedrückt hat oder sonst was, kommt auf einmal, oh, ich muss erstmal Smalltalk mit dir halten. Alter, geht's noch? Das tat mir weh. So, erstmal hochkommen. Wo bist du denn jetzt schon wieder hergekommen? Der läuft hier irgendwie an mir vorbei. Wen hat er denn jetzt im Visier? Anscheinend den Altar. Keine Ahnung. Jetzt kommt er doch hier rüber. Da. Nein. Den haben wir schon platziert. Dann noch den. Und einmal durch. Denkst du mich auch damit? Niemand hat diesen Ort seit Äonen betreten. Außer alidischen Untoten, die sich hier noch herumtreiben. Ach, das ist gar keine Heilung. Da kann man X drücken. Wieso sagst du mir das nicht vorher, Beragon? Sowas muss ich doch wissen.
Truppen im Westen. Sie müssen in die innere Kammer führen. Ja, und Gegner hier überall. So, nicht mein Freund. Och komm. Du kannst doch mit den anderen spielen. Ich bin gerade beschäftigt. Komm, gib mir das Portal. Funk ist auch schon da. Meine Magie wird euch zerstören. Dort, genau, im Süden. Funke. Ich glaube, ich sehe etwas. Da. Also das ist der Strang der Geheimnisse? Ich frage mich, was er bewirkt. Nehmt ihn. Wir sollten hier nicht verweilen. Hier drüben, meine Freundin. Ist das nicht eine Echonier-Manifestation? Wir sollten sehen, was sie enthüllt. Warum belästigt ihr meine Fürstin? Nur den Mann. Die vielen Pfade zersplittern. Ihr ändert das Schicksal auf nie gewollte Weise. Was ich tue, tue ich zum Wohl aller. Warum erkennt ihr das nicht, Mora? Ich bin mit meinen Sorgen nicht allein, Mithelia. Zügelt euch, sonst werden wir euch zügeln. Ihr werdet alle scheitern. Verschwindet! Eine Erinnerung mit Ithelia, wie sie sich mit Hermeus Mora streitet. Ist das zu glauben? Meine Freundin, wir sollten reden. Ein uralter Streit zwischen Daedra-Fürsten ist mir zu hoch, meine Freundin. Doch es ist klar, dass Mora versuchte, Ithelia zur Vernunft zu bringen. Sie missachtete seine Warnung in ihrer Sturheit. Und sie war zu stark, als dass er sie ohne Hilfe hätte übermannen können. Hermeus Mora hatte Verbündete. Azura, Boetia und Mephala. Gemeinsam besiegten sie Ithelia. Ein guter Punkt. Und nun haben wir die Relikte, die sie benutzten, um die Fürstin der Pfade zu besiegen. Die Frage ist, wo und wie man sie einsetzt. Wir wissen, was Tilga und die Lampe der Klarheit bewirken. Doch wir haben keine Ahnung, wie man den Strang einsetzt. Was schlagt ihr vor? Ich nehme den Strang der Geheimnisse mit nach Hause und untersuche ihn. Leramil hält ihn für wichtig und König Nantarion wollte nicht, dass wir ihn bekommen. Was auch immer er plant. Ich würde wetten, der Strang kann uns helfen, ihn aufzuhalten. Ich treffe euch in Skingrad, meine Freundin. Sehr gut. Wir sehen uns in Skingrad. Ja, dann würde ich aber sagen, damit der Cut ein bisschen schöner ist, dass wir hier tatsächlich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge in Skingrad in seinem Haus wiedersehen und nachschauen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.